Es ist der Anfang vom Ende einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten. Haus des Geldes geht in die fünfte und letzte Staffel. Ob es sich hierbei um einen gelungenen Finalauftakt handelt, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Hier ist Reingeschaut, mein Name ist Marc Linden, schön, dass ihr mit dabei seid und wir sprechen heute über den ersten Teil der fünften Staffel von Haus des Geldes. Und ich glaube, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist eine Staffel, die anders ist als die Vorgängerteile des Netflix-Erfolges. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das versuchen wir hier in dieser Folge zu erörtern. Und wenn ich wir meine, dann meine ich meine Wenigkeit und meine zwei tollen Gäste, die heute da sind. Das sind einmal Chris und einmal Simon, die auch schon vor gutem Jahr hier in Reingeschaut dabei waren bei Haus des Geldes. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Hi, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an den letzten Serientalk zu Haus des Geldes. Da hat man so ein bisschen rausgehört. Wir haben uns alle drauf gefreut, vor allem wegen diesem ja immensen Cliffhanger, den wir serviert bekommen haben. Alicia Sierra findet den Professor und ich glaube, spätestens ab dann konnte man es nicht mehr abwarten, bis die neuen Folgen endlich rauskommen. Und ab dieser Stelle hier sei eine Spoilerwarnung übrigens ausgesprochen für alle fünf Staffeln, aber ich glaube, das versteht sich ja von selber. Und ich muss sagen, ich bin schnell wieder reingekommen, so in der ersten Folge. Also ich hatte schnell wieder dieses Haus des Geldes-Feeling. Ich hatte doch das Gefühl, so die erste Folge war wieder so ein bisschen back to the roots, so wo wir in der ersten Staffel angefangen haben, mit so ein paar coolen Tricks. Wir erinnern uns dieser Helikopterflucht da. Am Anfang war ich wieder ziemlich schnell drinne und es hat mir zumindest die erste Folge sehr gut gefallen. Ja, mir geht es ja ähnlich. Die Szene und das Setup und so, das holt einen direkt wieder in die Handlung rein. Und ja, genau. Also ich war froh über den Rückblick, den man bekommen hat, weil Ja. das, ne, ruft dann quasi wieder das Gefühl hervor. Genau, aber ich war auch sehr schnell wieder drin. Und ich fand es auch ziemlich stark, dass man wieder mit so einem genialen Trick reingestartet ist. Also diese Helikopterflucht in dieser großartigen, in diesem großartigen spanischen Hinterland. Ich finde, das hat wieder richtig Lust gemacht. Und spätestens seit Lupin auf Netflix ist, haben so ein paar clever inszenierte Tricks in Serien gefehlt, fand ich, weil diese Serie hat mich da ein bisschen enttäuscht. Und da kamen wir auch direkt zu so einer kleinen Lieblingsfigur, wo wir gerade schon so bei diesem ersten Trick sind. Das sind Marcel, glaube ich, heißt der, diese rechte Hand des Professors, und Benjamin, dieser ältere Komplize. Also die fand ich, das ist schon mal eines der positivsten Sachen dieser Staffel, würde ich sagen, weil die so eine schöne Kälte, so eine schöne Unhektik in die Serie bringen und für mich so ein bisschen so fast Außenstehende sind. Und das hat mir sehr gut gefallen. Auch sehr süße Szene, wo Alicia Sierra da im Hauptquartier des Professors ist und dann nimmt sie diesen älteren Herrn fest und fragt ja, und wie heißt du? Und sagt er so, ja, ich habe keinen coolen Städtenamen. Also das ist schon mal ein Highlight. Das ist mir auch positiv ausgefallen. Ich fand bei den beiden auch mega süß. Ich fand, es kam richtig so ein familiärer Vibe wieder dadurch rüber, den ich irgendwie in den Ja. Staffeln davor ein bisschen vermisst habe und auch in diesen ganzen Schlachtenszenen, zu denen wir gleich bestimmt noch kommen, der mir da wirklich gefehlt hat, was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Auch die Rückblenden, die wir ja auch in der ersten Staffel schon hatten, wo der Professor die ganzen Leute aufgesammelt hat und jetzt nochmal mit Tokio und ihrem damaligen Freund, der dann bei dem Heist erschossen wird. Ja, Also, die haben mir wirklich sehr gut gefallen, hatte auch wieder ja. den Charme der ersten Staffel definitiv. Nee, stimmt. Also ich fand auch so, man hat jetzt wirklich gemerkt, das ist eigentlich so eine große Familie, die nicht mehr eine Zweckgemeinschaft, wie man vielleicht noch in den ersten Staffeln gesehen hat. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich fand auch dann am Ende, ich glaube, erste oder zweite Folge, wo die, ich nenne sie mal, Einbrecher-Crew in der Bank mitbekommen hat, dass der Professor in den Händen von Alicia Sierra ist. Und ich fand ganz, ganz spannend zu sehen, wie so ein gewisser Rausch nachgelassen hat. So, es war wie so ein Erwachen. Fand ich mega stark zu sehen. Jetzt knallen die irgendwie auf den Boden der Tatsachen und müssen sich mit dem so ein bisschen auseinandersetzen. Das fand ich, war sowieso einer der stärksten Momente der Staffel, dass es jetzt auch mal Figuren gab, weil nicht alles so gut lief, die einfach mal gezweifelt haben. Stichwort Manila oder Stockholm. Das fand ich war einfach stark mal zu sehen auch und hat eine andere Facette gezeigt. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das nicht so eine, also klar, es ist eine starke Truppe, definitiv, aber man hat auch gemerkt, wie du meintest, dass halt jetzt auch Zweifel kommen, aber klar, wenn du in so einer Situation bist und der Professor für dich alles plant und dann der Professor an der Hand der schlechtesten Person ist, was eigentlich passieren, also Sierra ist ja noch schlimmer als die Polizei, sag ich mal, weil die wissen genau, was sie mit Rio gemacht hat und die wissen auch, dass die ihn foltern wird, in Anführungszeichen, um rauszubekommen, was die vorhaben und die hat ihn ja auch dann da in seinem Quartier kopfüber übers Wasser gehängt und so ein Spaß. Und ja, aber ich fand es auch richtig cool, dass
Sierra dann irgendwann gemerkt hat, dass das nicht weiterläuft, weil sie ja jetzt den falschen Anschein hat, weil der leitende Minister oder wer auch immer das ist, da mit noch mieseren Tricks spielt als sie, aber ja doch nicht so erfolgreich dann dabei ist. Aber ich hätte mir von ihr manchmal gewünscht, dass sie ein bisschen härter durchgreift, weil wir sehen ja, als sie dann ihr Kind bekommt, scheint es ja so, als wäre sie auf der Seite des Professors. Und das fand ich war so eine ganz vertane Chance, irgendwie zum Serienfinale ernstzunehmenden Gegner aufzubauen. Weil ich finde, das hat man eigentlich seit der Inspektora gar nicht mehr so richtig geschafft. Weil ich meine, ich glaube, Tamayo heißt der ja, der neue Einsatzleiter. Der ist ja überhaupt nicht gleichzusetzen mit Alicia Sierra. Und deswegen fand ich es jetzt schade, wenn jetzt das Team vom Professor noch so eine starke Spielerin bekommt. Fehlt da nicht irgendwie ein Antagonist in dieser Staffel oder zum Ende der Staffel? Also ich finde, durch diesen bösen neuen Minister halt, der da sein Gesicht wahren möchte und dann mit Spezialeinsatzkräften da reinkommt, in denen eine Wildcard basically gibt, um sich zu schießen, alles mitzunehmen, was da irgendwie rumläuft, ist eigentlich schon ein sehr gutes Kräftegleichgewicht hergestellt. Von außen sieht es vielleicht nicht so aus, weil aber die Lehrer und der Professor können ja nicht eingreifen in dieses Geschehen der Bank. Und dass jetzt fünf Special-Leute da reinkommen, ist für acht halbstarke Räuber, sage ich mal, die da eher sind, um mit Tricks zu gewinnen, dann doch nochmal eine Herausforderung, wo ich überlegt habe, ob die fünfte Staffel tatsächlich das Ende markiert und auch, ob die Räuber aufgeben, was ja auch ein paar Mal durchkam, als Überlegung. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich fand die Szene, wo Sierra ihr Kind bekommt, fand ich eigentlich ganz cool, weil vorher war die total, also hatte die Kontrolle über alles und dann kam halt das, was kommen musste irgendwie und sie musste sich dann auf ihn einlassen, damit ihr Kind überlebt. Und das hat dann, also das ist dann natürlich Priorität, so, gar keine Frage. Aber dann wird das ja quasi von staatlicher Seite aus, ändern die ja quasi die Position. Also die sagen nicht mehr, okay, das ist ein Überfall oder so, sondern das ist Krieg. So, und deswegen sind alle zivilen Opfer sozusagen Kollateralschäden. So. Also das war, fand ich der Turning Point. Genau, das hat es nochmal spannender gemacht. Ja, gebe ich dir recht. Vielleicht nochmal kurz zu Alicia Sierra. Was ich noch mir ahnen könnte für die nächste Staffel, Sensei ist ja auch so ein bisschen crazy einfach. Und ich wäre mir nicht zu 100% sicher, ob sie jetzt im Team des Professors spielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht noch, was die Sache viel spannender machen würde, einfach eine dritte Partei, unabhängig von der Regierung und unabhängig von dem Professor und seinem Team darstellt. Weil ich fände es sonst ein bisschen zu simpel gemacht, dass man einfach aufgrund der Geburt förmlich ist, ist sie abhängig vom Professor und wurde verstoßen, dass es so einfach switcht. Fände ich einfach eine vertane Chance insgesamt. Ich sehe das ähnlich, zumal das ja schon bei Lissabon passiert ist, die dann die Seiten gewechselt hatten. Das war ja dann quasi das Gleiche. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie eine dritte Partei sozusagen wird, eben weil sie total durch ihre Rache getrieben ist, dass sie sowohl von staatlicher Seite als auch von den Bankräubern ausgeschlossen wird. Deswegen, ja, also kann ich mir gut vorstellen. Guter Gedanke. Ist eigentlich geklärt, wer ihr Mann ist jetzt? Nein, und es ist nicht dementiert worden, dass es nicht Berlin ist. Und ich finde, die Rückblenden mit Berlin, die Frau sieht meiner Meinung nach aus wie Sierra. Und was mich dann verwirrt hat, wo ich kurz überlegt habe, ob Rio vielleicht sogar der Sohn von Berlin ist, aber ich glaube, das ist nochmal eine Ecke zu weit. Vor allem hat man den ja noch im Rückblenden gesehen. Das ist aber wieder so lang her, dass ich da mich nicht dran erinnere. Aber ich finde, es passt auch vom Charakter mit den Tricks. Also die Tricks, die mit Berlin, mit seinem Sohn und der Dame, die da ihn begleitet, abzieht, die passen genau ins Schema jetzt. Und auch genau, wie Sierra alleine spielen kann. Und man muss ja auch sagen, er war ja in den ersten zwei Staffeln, ich glaube, der Technikexperte und der Sohn von Berlin hat ja auch irgendwas mit Technik zu tun. Ich glaube, er hat ja auch erzählt, er war also der Sohn von Berlin am MIT gewesen. Sehe ich auf jeden Fall auch eine Verbindung da und dass man einfach, um dieses Geheimnis vielleicht noch nicht lüften zu wollen, hat man vielleicht einfach andere Schauspieler genommen, die ähnlich aussehen, aber was natürlich ein bisschen verwirrend ist, weil man hat ja bei Berlin auch den gleichen Schauspieler genommen. Und er und Alicia Sierra sind ja wahrscheinlich ungefähr das gleiche Alter. Da würde ich dir zustimmen, das ist glaubhaft auf jeden Fall. Wir bleiben mal ein bisschen bei familiären Situationen. Und zwar zwischen Denver, Stockholm, die jetzt auch ein Kind haben, und Arturo. Und ich fand es ein bisschen schade, dass die einzige Geiselnehmer-Geisel-Story war eigentlich, dass Arturo Denver am Provozieren ist und die so einen kleinen Putschversuch planen. Hat euch sonst diese
klassische, die auch irgendwie, finde ich, total charakteristisch aus des Geldes ist, diese Geiselnehmer-Geisel-Konflikte. Haben die euch sonst gefehlt in dieser Staffel? Also, wenn ich mich täusche, dann kann das sein, aber ist es, also das ist doch die Staffel, wo der sich so eine MG auf so einen Gabelstapler gefahren hat und versucht hat, die irgendwie mit Granaten und so alles da rauszutreiben. Genau. Also ich glaube, also mir hat das in der Hinsicht nicht gefehlt, der Konflikt. Der war ziemlich stark, fand ich. Ja, aber natürlich, also andere Charaktere sind da nicht groß aufgefallen, sondern es war eigentlich nur er, der versucht hat, sich da den Weg da rauszusprengen. Genau. Da würde ich jetzt nicht zustimmen, weil der Sicherheitstyp der Bank ja auch, nachdem dann ein paar Schlägereien sind, ein paar andere Zwischenfälle, ja auch wieder mit dem Spezialeinsatzteam reinkommt. Was ich ehrlich gesagt nicht gut umgesetzt finde, weil die den so malträtiert haben in der Bank und dann hat er ja noch irgendwie so einen Splitter, weswegen die den ja rausschicken und schicken ihn dann noch komplett in Rauchgranaten raus und 15 Minuten später springt er aus dem Heli runter und liefert sich da das krasseste Firefight mit den Leuten in der Bank, war jetzt irgendwie nicht so stark. Ich muss aber sagen, was stark war, war, dass Stockholm, mit der ich definitiv nicht gerechnet habe, Arturo halt erschießt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie das ist, die am Ende rettet, weil das war einfach eine ausweglose Situation. Sie dann von hinten runterspringt durch diesen Lüftungsschacht und Arturo sagt, jo, läuft so nicht, ihn dann abknallt und ihn dann aber, wie sie halt ist, wiederbelebt. Und ich muss sagen, das war schon eine starke Szene. Auf jeden Fall. Ja, total. Nee, mir ist auch aufgefallen, ich glaube, der erste oder der richtige innere Konflikt, der mir ins Auge gefallen ist oder war in der Serie, war Stockholm, die an den Schuldgefühlen irgendwie totale Halluzinationen und so bekommen hat und total das Trauma da durchlitten hat. Und das war, finde ich, ein guter Griff irgendwie, weil sonst handeln die alle nach dem Plan und wir machen das jetzt so und so. Aber dass da wirklich in sich gekämpft wird, das ist mir sonst eher weniger aufgefallen in der Serie. Stimmt, das fand ich auch ziemlich stark. Auch einfach, weil die Situation sich verändert hat. Es gibt auch, glaube ich, eine Szene, wo sie sagt, ja, das darf nicht schiefgehen, so, ich habe ein Kind. Und das, finde ich, ist auch so der Unterschied des Mindsets vielleicht zu den ersten zwei Staffeln, wo ja alle mehr oder weniger reingegangen sind, so, wir haben nichts zu verlieren. Ich glaube, gerade an Tokio war das ja festgemacht, sie hat gar nichts mehr. Sie wird von der Polizei gejagt und dann, sie hat nichts zu verlieren, aber jetzt haben die eine Familie. Und das wird dir, glaube ich, während des Überfalls nochmal so schlagartig bewusst. Und dieser innere Konflikt, den fand ich auch stark. Und auch wie Arturo ihr immer wieder in so eine Art Fata Morgana ihr entgegentritt, fand ich, war echt stark gemacht. Sie ist ja fast wie in Trance in der Bank. Und zeigt auch ein bisschen Unterschied so, dass sie wirklich, sie ist ja, sage ich mal, zu Kriminellen geworden durch so eine Geiselnahme. Und dass sie vielleicht gar nicht so dazugehört, das fand ich auch nochmal stark zu sehen. Dass es da schon auch Unterschiede gibt. Genau, die anderen fungieren ja mehr als Art irgendwie Schachfigur, weißt du, Rios, der Technik-Guy und die zwei Großen waren irgendwie die beiden fürs Schwere. Und ja, jetzt hast du da wirklich einen inneren Konflikt auf einer anderen Ebene. Das hat mir gut gefallen. Weil hat mich auch ein bisschen so an Lost immer erinnert, mit diesem Auftauchen des Toten. Vielleicht noch in der Richtung. Ich fand diese Liebesgeschichte mit Manila, die ja zugegeben hat, sie ist immer noch in Denver verliebt, fand ich ein bisschen too much so. Also ich finde, die bereichert die Story gar nicht. Ich bin komplett bei dir. Ich fand es einfach so, ja, okay, jetzt haben wir noch mehr Gefühle im Spiel, aber es ist halt, die sind halt auch Familie so. Das ist ja seine Cousine. Ich fand es einfach wirklich, es war halt so eine Szene, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Drama, was nehmen wir? Ja, die ist noch in den verliebt. Also, also hat die Serie null bereichert. Es ist, finde ich, eher so eine Vorlage vielleicht, dass in der nächsten Staffel Manila stirbt. Ja, weil sonst hätte es keinen Sinn, das nochmal zu thematisieren, weil das fällt in der ganzen Serie total auf, dass immer, wenn eine Rückblende von irgendeiner Person kommt, man eigentlich absehen kann, dass diese Person nicht mehr lange unter den Lebenden weilen wird. Das war mit Tokio in der Staffel so, das war davor mit Nairobi so, dann hatten wir das mit, wie heißt der, Helsinki? Nee, Helsinki ist noch der Lebende, ne? Oslo. Oslo, ja. Und jetzt bin Moskau ich und Berlin, so, ja. Berlin hatten wir auch. Ja. Der ist jetzt nochmal wieder gekommen und da bin ich gespannt. Aber ein innerer Konflikt, der sich noch, wo wir noch, ich wollte noch zu inneren Konflikten was ergänzen. Ich sehe auch, dass sich in der nächsten Staffel noch ein Konflikt entwickeln wird zwischen Palermo und dem Rest. Weil Palermo ja wirklich wieder eiskalt ist und auch während der ganze
die ganze Stimmung da oben von den Spezialeinheiten abläuft, den Leuten unten sagt, ja, ihr arbeitet weiter hier und nicht die Hoch- zur Verstärkung. Ich glaube, da sind ein bisschen Unterschied, also es sind unterschiedlichste Interessen in diesem Heiß drinne. Und das könnte nochmal irgendwie aufeinandertreffen. Fände ich auch interessant, weil wir in dieser Staffel gefühlt hatten, wie wirklich, neben vielleicht diesen Ausnahmen wie Stockholm oder Manila, hatten wir gefühlt irgendwie Schwarz gegen Weiß. Und wenn man jetzt es noch schafft, dass vielleicht in der Gruppe selber noch Konflikte auftreten untereinander, vielleicht trägt auch dieser Manila-Stockholm-Denver-Konflikt dazu irgendwie bei. Fände ich das auf jeden Fall mal stark zu sehen, weil ich sag mal, von der Machtlage, die wir später in der Staffel haben, da komme ich später nochmal zu, die fand ich ja ziemlich enttäuschend ein bisschen. Was ich aber stark fand, dass man so ein bisschen Gefühle und Logik, du hast das gerade in einem Konflikt vielleicht mit Palermo und den anderen angekündigt, dass so dieser Konflikt auch Gefühle gegen Logik auch ein bisschen stärker hervorgetreten ist, fand ich auch ganz stark. Kommen wir mal zu den Rückblenden und zwar von Berlin und seinem Sohn. Fand ich, war in erster Linie so ein bisschen so ein netter Kontrast zu der Schießerei und war so ein bisschen dieses gute alte Haus des Geldes Heist-Movie aus den ersten zwei Staffeln. Aber mehr hat mir das jetzt nicht gegeben. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Vielleicht ist das auch eine Vorbereitung gewesen oder so, jetzt auf den zweiten Teil der fünften Staffel. Also mich hat es unterhalten. Ich fand's cool, auch cool gemacht. Vor allem die Szene am Ende der Rückblende, wo er den Koffer aus dem Fenster wirft und so. Das war schon mega cool. Und ja, das ist ja auch das, was man eigentlich, also was man so gerne mag, irgendwie, dass du eine Handlung siehst und dann merkst du hinterher, okay, der Plan war noch größer, als ich dachte. Ja, also mir hat es gefallen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Handlung jetzt so viel Tiefe gegeben hat. Aber vielleicht war Aber es auch ja. deswegen für die Macher so ja praktisch, dass sie für mich ohne die Haupthandlung anzutasten einfach noch mal ein bisschen Zeit füllen konnten, ein bisschen coole Tricks zeigen wollten, da was die Leute auch irgendwie sehen wollen. Deswegen Ja. fand ich es ganz okay. Ein bisschen genervt hat mich dann diese Rückblenden zur Vorbereitung der beiden Überfälle, weil so gefühlt der erste Überfall liegt ja jetzt auch schon, wo man den selber gesehen hat auf Netflix, schon ewig zurück. Und dass es da immer noch so ein paar Szenen gibt, fand ich dann so ein bisschen zu viel in Erinnerung schwelgen. Die Rückblenden waren ein bisschen zu viel. Es schien so ein bisschen, als würden die so in der alten guten Zeit schwelgen wollen. Aber fand ich ein bisschen too much. Und auch so nochmal Nairobi oder Moskau zu zeichnen, deren Charakter finde ich auch unnötig, weil ich meine, sie sind ja nicht mehr Teil der Haupthandlung, weil sie schon gestorben sind. Auch wenn es ein Fanliebling war, wahrscheinlich Nairobi und Moskau, aber im Großen und Ganzen nicht sinnvoll. Aber ja, wie gesagt, das Einzige, was vielleicht noch interessant wird aus diesen Rückblenden, ist wirklich dieses, Simon hat es gerade angesprochen, dieses Mysterium von Berlins Frau und Berlins Sohn. Wer sind sie wirklich? Wir werden es erfahren. Kommen wir mal, bevor wir zu den Folgen 4 und 5 kommen, wo es ja sehr viel Schießerei einfach nur gab, nochmal zu Polizei. Und ich finde, da ist auch, also zwei Seiten der Medaillen wurden da gezeigt. Einmal fand ich, wurde versucht, die so sehr ja, aufgefächert zu präsentieren und zu zeigen, dass es selbst in den vermeintlichen Gegnern von der Professor-Crew unterschiedliche Ansichten gab. Also wir haben, ich weiß gar nicht, heißt der ehemalige Freund von der Inspektora. Dann haben wir Suarez, den Leiter der Einsatztruppen, dann haben wir Tamayo und dann zuletzt diesen Coronel Afonso. Und die haben ja alle, sage ich mal, in der Reihenfolge, wie ich sie gerade genannt habe, Ansichten von friedlich lösen bis hin zu, wir gehen da jetzt rein, damit das Problem beseitigt ist. Und das fand ich stark zu sehen, wie da der innere Konflikt in dieser Einheit ist. Dass es da auch nicht nur A und B gibt, sondern dass es da ganz viele Menschen gibt mit ganz vielen unterschiedlichen Moralvorstellungen und Vorgehensweisen. Auf der anderen Seite wurde das wieder komplett zerstört durch diesen Suicide Squad, weil der wurde einfach dann komplett auf verrückt und böse gedreht. Hat da so ein bisschen die Tiefe rausgenommen, fand ich. Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, das sind ja auch alle die Chefs von unterschiedlichen Einheiten. Also der eine ist vom Militär, der andere ist von der inneren Sicherheit oder Polizeichef oder so. Und dass sie da andere Herangehensweisen haben, meine ich ja vorhin auch schon, dass die einen sagen, ja, wenn die Geiseln sterben, ist blöd, aber so, wir wollen halt diesen Kriegszustand beenden. Und die anderen sagen, ja, also das ist immer noch eine Polizeisache. Deswegen fand ich den Konflikt eigentlich ganz gut. Der wurde ja vor allem auch angeheizt durch die Stellungnahme von Sierra, die verkündet hat.
das hat den ganz normal Druck gemacht. Also man sieht, auf beiden Seiten ist Druck und die wollen genau das Entgegengesetzte. Hat schön Reibung erzeugt, mir hat das gefallen. Nur diesen, ja, wie du meinst, diesen Suicide Squad, der da reinmarschiert ist, fand ich so ein bisschen überzeichnet, vor allem auch, was das, also was die Kostüme und so angeht. Also ich glaube halt nicht, dass man so in einem Tanktop und so zwei, weiß ich nicht, übereinander gekreuzten Patronengürteln so eine Mission da so antritt. Also das war ein bisschen so, ja, okay, nehme ich. Ja, also so ein bisschen A-Team noch aus dem DVD-Regal geholt, hatte man das Gefühl, ja. Genau, ja, komplett. Mich hat es einfach ab dem Zeitpunkt mehr an so ein bisschen so ein Rambo-Movie erinnert, auch mit diesen gekreuzten Patronengürteln und gut, ist vielleicht ein cinematisches Mittel, dass man die Leute so richtig verrückt aussehen lässt, weil auch dann schneller für den Zuschauer rüberkommt, diese Leute sind auch, also die waren ja, die sind auch verrückt, also zu fünft in diese Bank da reinzuspringen, dieses Dach da wegzujagen und dann einfach, ist uns völlig egal, was da passiert, aber wir machen da unser Ding, alles ein bisschen durcheinander und man hat ja gemerkt, das ist zwar ein Team, aber das ist einfach, das war wie halt aus dem Comic. Das war wie aus dem Comic. Ja, ja. Und das war einfach zu much Kriegsfilm dann irgendwie auch für mich. Ja, auch viel zu übertrieben, die Szene, wo sie sich, bevor sie in die Bank gegangen sind, so vermeintliche indianische Kriegsbemalung noch drauf gemacht haben, fand ich auch zu überdreht und dann hat das auch so ein Touch von einfach unreal, dass er jetzt wie ein richtiger Kriegsfilm förmlich in dieser Bank stattfindet, denkt man sich auch, das ist ja immer noch ein Überfall so und das sind ja auch keine Soldaten, das sind ja Einbrecher. Das war ja auch so, ja, schwierig. Kommen wir mal zu diesen Folgen 4 und 5. Und ich muss sagen, diese, ich glaube, Folge 4 und 5 war das, wo es zu dieser kriegerischen Eskalation kam. Das sind die schwächsten Folgen Haus des Geldes, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Also es ging von Eskalation zu Eskalation. Irgendjemand ist komplett verwundet. Irgendwas wird gesprengt. Also ich fand, da hat man gar kein Feingefühl gehabt, da Spannung aufzubauen, weil es war einfach nur durchgängig eine Kopie von, keine Ahnung, irgendeinem B-Movie-Film, wo viel geballert worden ist. Ich war echt enttäuscht so gegen Ende hin. Oder hat euch das abgeholt? Ja, also beim Gucken wurde es halt irgendwann nicht mehr so spannend, weil dann gehen die von Raum A in Raum B und werden dann irgendwie in Raum C und dann hier und dann Splitter und Rauch überall und so. Das hat mich dann, also das hat mich irgendwann so ein bisschen verloren. Das ist dann die Zeit, wenn man mal aufs Handy guckt und nicht ganz so gefesselt ist. Aber ich fand, dass, also retrospektiv betrachtet, war das eigentlich eine ganz gute Spannungskurve für das Staffelfinale dann. Oder also, was man so nennen kann, also die letzten Folgen dann. Deswegen finde ich es jetzt im Nachhinein nicht so schlimm, aber hat mich schon ein bisschen Aufmerksamkeit gekostet auf jeden Fall. Dass Arturo ja erstmal so einen kleinen Krieg da drin startet in Folge 2 oder sowas mit seiner MG auf dem Gabelstapler. Ich fand das schon ein bisschen zu viel. Dann noch dieser Flammenwerfer davor. Dachte mir, Leute, das war eine gute Serie. Jetzt brauche ich nicht noch hier so irgendwie eine richtige Eskalation von einem B-Movie, wie du schon sagtest. Und dann dieses Spezialeinsatzteam, das da reinrennt und wie Chris sagt, von Raum A zu Raum B zu Raum C rennt, dann ist da noch irgendeiner eingeklemmt, den die befreien müssen natürlich. Ja. Der dann auf magische Weise das natürlich hinbekommt. Ich muss sagen, die Szene in der Küche, wo die dann in der Küche gefangen waren, die fand ich wiederum ganz gut und wo man so gemerkt hat, oh, jetzt haben die wirklich ein Problem und kommen dann nicht raus. Das fand ich wirklich ganz cool gemacht. Und dann auch als diese Granate, das war natürlich wieder so ein richtiges Movie-Element, wo diese Granate reinfliegt, diese gecatcht und wieder durchs noch rausfliegt. Mega, also ich habe richtig gelacht. Ja, das war einfach gut. Wir wissen alle, das ist so unrealistisch, aber es ist so eine typische Movie-Szene. Ja, und dann, dass die aber halt trotzdem reinkommen und dann denen plötzlich auffällt, wow, da ist so ein Essenschacht, lass doch da einfach mal runter. Aber Tokio halt natürlich so kaputt ist und dann gleichzeitig noch Rio von unten mit so einem Schlagbohrer da durchbohrt. Also das war alles ein bisschen zu viel Drama dann und halt nichts. Aber es waren viele Elemente, die einfach ein bisschen sehr überzogen waren. Die haben sich selber, finde ich, auch schwierig gemacht, in dieser Zeit irgendwie Höhepunkte zu setzen. Weil es hat dich gar nicht mehr beeindruckt, wenn da, wie heißt der, nicht Oslo, sondern die andere skandinavische Großstadt, Helsinki da drunter liegt. Also das holt dich gar nicht mehr ab, weil da passiert so viel und so viel werden verletzt und schaffen es doch noch.
Ich finde, da hat man sich selber ein bisschen so die Butter vom Brot genommen. Und ich finde auch jetzt, hat die Serie einfach dadurch, durch diese Folgen, so ihr Alleinstellungsmerkmal, so ihren USP, um mal mein Höhle der Löwen-Deutsch hier anzuwenden, völlig verloren. Es gibt so noch eine Doku auf Netflix, die jetzt die fünfte Staffel so ein bisschen beschreibt. Und da haben die auch gesagt, ja, wir drehen hier ganz viel Action und es ist einfach ein Kriegsfilm geworden. Und da frage ich mich, wie kann man denn die Identität oder die DNA einer Serie so verwerfen und einfach einen mittelmäßigen oder vielleicht sogar einen guten Kriegs-Action-Film daraus machen? Also wo unterscheidet ihr euch denn von dann Bad Boys 3 oder so? Das fand ich irgendwie schade an der Stelle. Ja, nee, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Es hat auch manchmal so gewirkt, als würden die jetzt einfach ein bisschen Zeit gewinnen wollen, damit man die Staffel noch irgendwie splitten kann in der Mitte, damit man irgendwie zwei Veröffentlichungsdaten hat oder so. Hat irgendwie, ja, wie gesagt, also dieses spitze Haus des Geldes, irgendwas passiert, aber das ist eigentlich geplant Ding und das merkst du erst später. Das war ein Ja. bisschen außer Kraft gesetzt, vielleicht auch, ja, weil der Professor verhindert war, kurzzeitig. Ja, aber nee, da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass diese Serie einfach noch viel zu sehr gerade ausgenommen wird von Netflix her. Davor, die ersten zwei Staffeln waren ja nicht für Netflix produziert. Und die ersten zwei Staffeln hatten ja so einen super netten familiären Charakter und der ist in Staffel 3 und 4 ein bisschen verschwunden und jetzt in Staffel 5, wie wir einig sind, ist halt ein Kriegsfilm, also eine Kriegsserie. So Ja. da. Und ich glaube, Ja. das ist halt wirklich auch ein bisschen Netflix Schuld, dass da halt kommt, ja, ihr produziert jetzt noch hier 20 Folgen und füllt die mal irgendwie, aber an sich müsste Staffel 5 die letzte Staffel sein. Und an Ja, sich ist mehr ist Staffel es ja 5 auch, schon zu ja. viel. Ja gut, es ist gut, ob wir das Ja. jetzt 5-1 sehen oder 5-2, wie auch immer, es ist an sich jetzt schon zu viel, würde ich sagen. Und man hat es jetzt Tja. nicht besser gemacht. Also es kam jetzt nicht irgendwo ein Highlight dazu, wo ich sagen würde, wow, das hat dem Ganzen jetzt nochmal eine richtige Wendung gegeben. Und wir haben immer noch keine Ahnung nach 5 Folgen dieser Staffel, was mit diesem dämlichen Gold passieren soll. Das ist auch irgendwie komplett Ja. untergegangen. Stimmt. Das stimmt. Aber wo hat er nicht gesagt, dass das durch die Kanalisation soll? Ja, aber erst später, ne? Ja, aber Also, ich ja. glaube, dass das stimmt. Ich bin gespannt, ob überhaupt das Gold noch thematisiert wird oder am Ende einfach kommt. Ja, das Gold, das thematisieren wir gar nicht mehr. Das ist völlig unwichtig. Ja, aber stimmt, das ist echt extrem auch in den Hintergrund gerückt, so ja, gebe ich dir recht. Und gefühlt, ich meine, auch während dieses Krieges, sage ich mal, haben die Schweizer ja da trotzdem weiter ihr Geld eingeschmolzen und so. Und diese Schlacht, ja, die mündet im großen Finale des ersten Teiles. Und an der Stelle kann man auch sagen, das ist vielleicht auch ein Nachteil dieser immer kürzer werdenden Veröffentlichungen auf Netflix. Ich meine, jeder Teil will ein eigenes Finale haben. Und vielleicht früher war er nach 22 Folgen Finale fällig, jetzt schon nach 5. Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass so manche Momente uns gar nicht mehr abholen, weil es davon so viele gibt. Aber das Finale dieses Teils fand ich ziemlich gut gestaltet. Angefangen mit diesen Rückblenden von Tokio, die mir auch von allen Rückblenden irgendwie am meisten gefallen haben. Also wir hatten ja schon über Berlins Rückblenden gesprochen, die fand ich auch super. Aber Tokio hat einfach ist halt eine ganz andere Art Mensch. Und das war irgendwie so diese freiheitsliebende, ist mir egal, was ich tue, ich habe einen hübschen Typen an meiner Seite und ich brenne mit dem durch und reise durch die ganze Welt und raub dabei irgendwen aus. Und den verliert sie dann bei einem Heist, in der Bank natürlich, genau wie der Professor seinen Vater in einem Heist bei einer Bank verloren hat. Und da war irgendwie eine interessante Parallele. Und jetzt verliert Rio seine Geliebte bei einem Heist in der Bank. Das war dann doch wieder ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie Schicksal bei den Herrschaften da. Was ich allerdings merkwürdig fand, also ich fand es super, dass irgendwie dann doch noch dieses unerwartete Granatending kam und einfach diese ganze Spezialeinheit ausgelöscht wird von Tokio, von wem auch sonst. Und merkwürdig fand ich, dass sie es erzählt hat. Und auch ein Satz zum Beispiel mit kam, wie sowas in die Richtung, es waren ja der denkbar schlechtesten Momente und trotzdem habe ich den und den getötet oder sowas. Und das hat mich einfach verwirrt, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie es erzählt, ist sie tot. Das hat mich sehr verwirrt und ich weiß nicht, ob das einfach nicht überdacht wurde oder ob das absichtlich so ist. Dann hatte ich die Theorie, dass sie sich vielleicht irgendwann alle im Himmel oder sowas wiedersehen in der letzten Staffel und dann darüber nochmal quatschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mich verwirrt Das das stimmt. einfach. Das stimmt. Das Ja, ist ein Punkt, auf jeden doch. Fall. Jetzt, wo du sagst. Nee, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das war echt schön gemacht.
Ja, vor allem, dass man den Charakter von Tokio mehr greifen konnte, als in den Staffeln davor, weil die ist irgendwie so ein temperamentvolles Kraftpaket irgendwie gewesen. Und dass man ihre zerbrechliche Seite zeigt, ist mir auch positiv aufgefallen, auf jeden Fall. Und ja, die ganze Geschichte mit ihrem Freund und wie die dann zusammen eigentlich für das Adrenalin zusammen irgendwelche Überfälle machen und so. Und dabei quasi sich so lebendig fühlen, wie andere das nie könnten und dass das die wahre Liebe ist und so. Das fand ich schon sehr gut gemacht und also irgendwie mitgeschwungen, dass das mit Rio halt nie ansatzweise das Gleiche war und dass es sie absolut zerstört hat, dass bei dem, was sie zusammen am meisten geliebt haben, dass ihr Freund dann dabei ums Leben gekommen ist oder getötet wurde. Ja, und dieses, ich habe wirklich nichts mehr zu verlieren, ist da nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht worden. Das hat mir gut gefallen. Ich würde dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich finde, genau das, was du sagst, das würde man ja auch irgendwie direkt annehmen, dass, sage ich mal, eine Liebe, die Liebe des Lebens irgendwie stärker ist. Aber ich fand, es wird ganz gut gezeichnet, dieses Credo, was sie ja auch, glaube ich, als einer der letzten Sätze erwähnt hat, dass man irgendwie in einem Leben zwei Leben leben kann. Und kurz vor dem Tod gab es nochmal so Szenen von ihrem alten Freund, sage ich mal, wo sie da auf Weltreise waren. Und dann wurden diese aneinander geschnitten mit Szenen, wo sie und Rio Zeit verbracht haben. Und das fand ich, wurde ganz glaubhaft dann verkauft, so dass sie wirklich sagt, so ja, das waren irgendwie zwei unterschiedliche Menschen in meinem Leben, zwei unterschiedliche Lebensabschnitte, aber dass sie das gar nicht gegeneinander irgendwie aufwiegt, hatte ich das Gefühl. Und dass sie dann auch zu Rio sagt, so, das ist ja die letzte Person, die sie sieht in ihrem Leben, ja, jetzt lebt dein zweites Leben. Und ich fand, das wirkte gar nicht kitschig so in dem Zusammenhang, weil man halt die Vorgeschichte vorher hatte. Und deswegen fand ich das auch sehr, sehr stark inszeniert. Und hätte vielleicht gar nicht mit diesen Bomben am Körper da, dass sie dann noch die Einheit ausgelöscht hat, finde ich, hätte man jetzt nicht zwangsweise gebraucht so. Es war gut, weil man dann sich in der nächsten Staffel nicht mehr damit befassen muss. Aber ich fand, das war echt ein sehr gelungener Abschied von Tokio in dieser Serie. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hast schon recht. Ja, aber ich bin sehr, sehr empfänglich für so romantischen Kram. Deswegen habe ich das vielleicht auch anders wahrgenommen als andere. Aber ja, Ja. nee. Also wie gesagt, also fand ich sehr, sehr rund, sehr gelungen. Auf jeden Fall. Und was ja noch ein bisschen fehlt, dann sind die Reaktionen auch auf Tokios Tod, sage ich mal. Ich glaube, das wird auch noch spannend, auch wie das an dieser Gruppendynamik dann zerrt. Und ob man sich vielleicht am Ende die Frage stellen muss oder ob der Professor sich die Frage stellen muss, auch wenn sie das ganze Gold rausbekommen, so, ist ein Sieg für den Professor jetzt noch möglich, nachdem schon drei Leute gestorben sind? Vier Leute gestorben sind bei seinem Überfall. Kann noch irgendjemand überhaupt gewinnen? Ich meine, wenn das Gold weg ist, dann hat und Leute gestorben sind, hat weder die Polizei gewonnen und weder die Einbrecher gewonnen. Und ich glaube, das wäre irgendwie auch ein starkes Ende, so, dass man das einfach so offen lässt, dass es eigentlich nur Verlierer gibt. Ja, ich kann das Ja. auch überhaupt gar nicht einschätzen. Ob das jetzt so ein Ding wird, von wegen die Leute, wo man die ganze Zeit mitfiebert, die holen am Ende das Ding oder doch quasi die Vernunft und die Polizei und Recht und Ordnung oder so, kann ich überhaupt gar nicht einschätzen, gar keine Ahnung. Und das fand ich auch ein bisschen verwirrend tatsächlich an der Staffel, weil die Rückblenden manchmal mit Lissabon und dem Professor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so manchmal so, ja, okay, und was machen wir dann? Ja, dann nach Paris. Und dann kommt der Plan Paris und dann machen wir das und das. Und irgendwie hat das gar nicht so, also ich finde, das war nicht wirklich mit der Handlung verbunden. Also das fand ich ein bisschen verwirrend. Ja, gebe ich dir recht, man hat die Umsetzung dann gar nicht so richtig begriffen, was er jetzt damit meinte, weil so viel dazwischen Genau. gekommen ist. Das auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein Thema, was ich interessant fand, dass dieser Kampf, so wer sind die Guten, wer ist die Bösen, was wir, glaube ich, in den letzten Staffeln extrem hatten, dass der auch gar nicht mehr groß dargeboten war. Ich glaube, es war auch diese Masse, die vor der Bank steht, die hat ja auch eine größere Rolle gespielt und die öffentliche Wahrnehmung. Das scheint jetzt irgendwie auch egal zu sein, so. Wo ich es immer noch ein bisschen unrealistisch finde, dass da einfach so Fans von den Geiselnehmern stehen, während da geschossen werden, irgendwelche Bomben fliegen und die jubeln da und haben so Outfits an. Da habe ich schon gedacht, so, ja, uff. Also, das fand ich einen Tick dann zu, einfach unnötig auch. So, wenn man, ich glaube, man Ja. wollte damit einfach zeigen, so, die Öffentlichkeit schaut auf den Überfall, so, logischerweise. Aber das, glaube ich, wird auch klar, ohne dass da
dass da so Leute da einfach gucken, was passiert. So einfach nur so Gaffer. Fand ich auch ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, gibt es irgendwie irgendwelche Zeitangaben so richtig? Weil ich kann das gar nicht einschätzen, wie lange wir jetzt in diesem, was ist das nochmal? Haus des Geldes sind. Das ist die Nationalbank, oder? Nationalbank, ja. Genau. Ja, ja, das meine ich. Also in der Staffel davor hatten die ja sogar irgendwie so manchmal so einen Counter da. Aber in dieser Staffel ist es mir auch nicht aufgefallen. Und also ich habe auch komplett das Zeitgefühl in der fünften Staffel verloren. Ja. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt ein Tag war, wo das geschehen ist. Oder ob das vielleicht mehrere Tage waren. Weil Nächte bekommt man ja irgendwie da gar nicht mit. Aber die müssen halt schon länger da drin sein. Ich glaube, im Trailer oder in der ersten Folge am Anfang wird gesagt, dass die 100 Stunden jetzt in der Bank sind. Also ich würde jetzt so tippen, so ungefähr drei, vier Tage so um den Dreh. Das war das Finale, das uns dann doch überzeugt hat, was ich hier raushöre. Ich habe jetzt immer wieder im Netz gelesen, es gibt Gerüchte um Spin-offs und wollte euch mal fragen, würdet ihr euch das anschauen? Und wenn ja, welche Person, glaubt ihr, würde da am ehesten in Frage für kommen? Kommt drauf an, auf die fünfte, also auf den zweiten Teil der fünften Staffel, denke ich mal. Und wenn, dann würde mich wahrscheinlich Berlin am meisten interessieren, weil der so ein Mysterium irgendwie ist. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Sonst weiß ich nicht. Tokio wurde ja jetzt eingehend beleuchtet. Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch so viel zu erzählen ist, was auch wirklich interessant ist. Vielleicht irgendwie die Kindheit oder so, aber das weiß ich ja nicht. Hat ja dann auch wenig Bezug zur Serie. Ja, und sonst fällt mir eigentlich kein Charakter ein, der wirklich so eine Tiefe hat, dass man sich davon einen Spin-off vielleicht angucken würde. Also ich sehe das ähnlich wie Chris. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht ein Spin-off zum Professor, aber das fände ich ehrlich gesagt relativ langweilig. Das mit Berlin. Berlin hat halt irgendwie noch diesen Charme und das Mysterium. Und wie er mal auch Rückblenden gesehen hat, auch diese genialen Einfälle, wie diesen Koffer da aus diesem Fenster zu schmeißen, um seinen Sohn zu zeigen, dass er da doch wesentlich involvierter ist, als er eigentlich denkt, und den dann halt einen Tag später in Amsterdam aus dem Kanal zu fischen. Mega. Und sowas würde ich mir dann auch noch mehr angucken, aber ich glaube, es ist einer anderen Person ein Spin-off definitiv nicht. Also es ist einfach jetzt schon meiner Meinung nach zu viel, und ich warte ein bisschen mehr so auf das Ende dieser Staffel einfach, was passiert. Es kann nicht mehr viel passieren. Es wird halt immer mehr wird sich da aus den Fingern gesaugt, und das merkt man in dieser Staffel sehr stark. Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, die Serie ist selber schon eine Art Spin-off von sich selber geworden, habe ich so das Gefühl, an diese Menge an Rückblenden. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass was wir jetzt schon von Berlin und seinem Sohn und seiner Frau, die ja vielleicht, wir wissen es nicht, komplett neue Figuren sind, vielleicht ist das schon mal so ein Testen, ob das bei den Leuten ankommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht irgendwas in der Richtung sehen. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass wir ein Spin-off zu Hause des Geldes sehen werden. Weil ich glaube, das lässt sich Netflix nicht entgehen, diese Marke einfach auslaufen zu lassen. Ja, gehe ich auch von aus. Ich habe gerade überlegt, vielleicht könnte man so ein Einstaffel-Spin-off von Angel und Lissabon, die Geschichte zwischen denen, weil die ist ja auch irgendwie, also ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, aber ich glaube, die ist relativ ungeklärt und irgendwie war da was, aber vielleicht auch nicht. Und wie das dazu gekommen ist oder ob es da irgendwie, weißt du, so Better Call Saul-mäßig irgendwie, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber sonst fällt mir auch niemand ein. Ja. Vielleicht noch Alicia Sierra, wenn ihre Geschichte nicht aufgeklärt wird in der nächsten Staffel, wäre das, glaube ich, und vielleicht Nairobi. Also ich glaube, eine werden wir auf jeden Fall bekommen und ziemlich sicher ist schon, was ich auch ziemlich interessant fand, dass es jetzt schon Dreharbeiten oder Planungen zu einem Reboot aus Südkorea gibt, zu Haus des Geldes, was, glaube ich, auch nochmal interessant ist, wie das umgesetzt wird. Und ich glaube, Yanjin Kim, also die aus Lost bekannte Schauspielerin, spielt die Inspektora. Ich glaube, da kommt was Spannendes auf uns zu. Bevor wir jetzt zur finalen Punktevergabe kommen, würde ich euch noch gerne fragen, was erwartet ihr und was hofft ihr vielleicht von dem großen Serienfinale? Oder war der Cut jetzt zu hart, dass man Tokio hat sterben lassen? Also ich fand den Cut mit Tokio jetzt nicht überraschend, muss ich sagen. Also eigentlich habe ich mehr damit gerechnet, dass alle in diesem Raum das nicht überleben. Das hat auch damit schon abgeschlossen, weil das hätte mich jetzt nicht verwirrt, wäre das so geschehen. Ich glaube, dadurch, dass halt diese Special Operations da jetzt raus sind, ist halt zum Glück dieser Kriegszustand hoffentlich vorbei. Und ich könnte mir irgendwie sogar vorstellen, dass sie das friedlich lösen. Das ist nicht mega realistisch, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, weil irgendwie muss diese Serie halt in der nächsten Staffel zu Ende gehen. Und ich habe auch keine Lust mehr, nochmal sechs oder
sieben Folgen anzugucken, wie irgendwelche komischen Umstände wieder provoziert werden und mittelmäßige Schießereien da durch die Gegend laufen. Ich bin einfach gespannt, wie dieses Gold rauskommt. Das hatten wir ja gerade schon anklingen lassen. Aber diese Serie muss leider einfach wirklich zum Ende kommen und auch auf den Punkt, weil es ist in den letzten 5 Folgen ist sehr wenig passiert eigentlich. Die sitzen immer noch an der Bank, das Gold hat sich nicht bewegt, es ist ein Special Operations Team reingekommen, das ist raus. Stockholm hat einen erschossen, hat ein bisschen psychische Probleme deswegen und Tokio ist tot. Okay, das hätte ich in eine Folge packen können. Aber das wurde halt auf 5 Folgen ausgedehnt. Also es muss langsam zu Ende kommen, das ist sehr sicher. Und ich hoffe, dass das auch würdig geschieht. Ja, dem schließe ich mich an. Also ich hoffe auch, dass das mal ein Ende findet. Ich finde, das hat die Serie sich auch verdient. Ja, ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass es ein Ende ist, was man vielleicht nicht absehen kann. Also irgendwas, weiß nicht, dass entweder beide verlieren oder beide gewinnen oder so. Also ich glaube, die Variante, dass beide Seiten verlieren, ist am, also halte ich für am wahrscheinlichsten und wäre wahrscheinlich auch das Beste für die Serie irgendwie. Nach meinem Empfinden. Genau, ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze aufgeklärt ist und dass man vielleicht noch mal einmal rauszoomt und den ganzen Plan des Professors überblicken kann. Ich glaube, ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja. Kann eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich gebe euch da total recht. Ich finde es aber extrem schwierig, wenn die wieder nur 5 Folgen zur Verfügung haben, um das auch alles aufzuklären. Es fehlt ein Antagonist, wenn es nicht Alicia Sierra ist. Ich glaube, das wird extrem schwierig. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, es ist am wahrscheinlichsten einfach, dass wir zwei Verlierer am Ende haben. Man kann ja das gar nicht mal als Gewinn verkaufen, was da passiert ist, so weder auf der Regierungsseite, weder auf der Bankräuberseite. Also die haben sich, glaube ich, Ja. durch diese Staffel in so eine ausweglose Situation gefahren. Also es wird extrem schwierig. Also Simon hat gesagt, für ihn war es irgendwie klar, dass Tokio stirbt. Mich hat das total überrascht, weil es war für mich die Hauptfigur. Es war ja auch die erste Figur, die wir in der Serie zu sehen bekommen haben. Und sie macht auch immer diese Voice-Overs neben dem Professor. Es macht ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Oslo die Voice-Overs und so. Deswegen habe ich sie auch so als zentrale Figur wahrgenommen. Fand es aber, ich sage mal, ich fand es mutig. Es kann sein, dass diese Mut sich auch einfach als ja, Dummheit herausstellt, wie das ja so oft bei Mut ist. Ja, ist spannend zu sehen. Spannend zu sehen oder spannend zu hören ist jetzt auch hier die Punktevergabe für alle, die diesen Podcast nicht kennen. Wir vergeben jetzt Punkte. 0 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste. Man kann auch gerne halbe Punkte oder Viertelpunkte vergeben. Und diese Wertung ist wichtig fürs Reingeschaut-Jahres-Endranking im diesjährigen Weihnachtsspecial. Sagt dann einfach kurz eure Punktzahl, warum ihr die Punktzahl gibt, und dann werden wieder eine schöne Zahl rausrechnen. Dann mache ich mal den Anfang. Ja. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von der Staffel, aber es war wirklich definitiv keine Verbesserung zu den letzten Staffeln. Und der Charakter, wie du sagst, USP ist verloren gegangen. Es ist ein bisschen zu einem schlechten B-Movie-Kriegsfilm geworden. Es ist nicht viel passiert. Es sind 5 Folgen gewesen, wo ich irgendwie gehofft habe, ja, endlich passiert jetzt mal was. Naja, es war halt nur Rumgeschieße. Dementsprechend von meiner Seite 2,5 Sterne leider. 2,5 Sterne. Okay, deutlich niedriger als davor die Staffeln. Ich würde mal weitermachen. Ich fand spannend bei Haus des Geldes war zu sehen, dass ja viele die Serie nach den ersten Original zwei Staffeln, sage ich mal, totgesagt haben. Aber ich finde, die haben es trotzdem geschafft, dann noch in 3 und 4 da was Gutes rauszuziehen, um die Situation zu verändern. Aber für mich war dann Staffel 5 ist wirklich so ein kompletter Absturz gewesen. Die ersten Folgen waren noch gut irgendwie, weil sie ein bisschen an Haus des Geldes erinnert haben. Aber danach war nur voll Eskalation und man konnte Haus des Geldes gar nicht mehr wiedererkennen. Also wären da nicht die roten Anzüge gewesen und hin und wieder ein paar Lichtblicke, wie das mit Stockholm war ein totaler Lichtblick, wie ihre Geschichte nochmal gezeigt worden ist. Sonst wäre die Serie komplett nicht sehenswert, finde ich irgendwie. Zumindest das Finale fand ich, war da ganz gut inszeniert, wie man Tokio, sage ich mal, aus der Serie geschrieben hat. Das hat man wirklich sehr, sehr stark gemacht. Das war sehr gut, aber am Ende des Tages war es für mich einfach viel zu stark ein Actionfilm. Eigentlich sollte die Serie ein bisschen Anspannung, Entspannung haben, aber die Serie war wirklich in Folge 4 und 5 dauerhaft angespannt. Es wurde ein ganz klares, die Gegner und die Crew vom Professor gezeichnet.
dass man selbst nochmal Gandia, der das Böse verkörpert, sage ich mal, da reingeschickt hat, trägt auch dazu bei. Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, auch dass man Alicia Sierra, die jetzt eigentlich von der Leine gelassen wurde, sage ich mal, weil sie jetzt vogelfrei ist und vielleicht ist sie ja sogar noch krasser unterwegs, als wenn sie im Dienste der Justiz unterwegs ist, auch komplett keine Rolle mehr gespielt. Palermo ist auch hinten übergefallen, fand ich sehr schade und deswegen würde ich der fünften Staffel Teil A 2 Punkte geben. Okay, ich würde da mal den Schluss machen. Also, um es kurz zu machen, ich würde der Staffel 3 von 5 geben, aus dem einfachen Grund, dass ich mich trotzdem, also trotz der Mängel, die wir hier ausgiebig besprochen haben, habe ich mich trotzdem unterhalten gefühlt. Und ich fand Sierra gegen den Professor und dann die Szene da mit dem, okay, das ganze Ding gerät komplett außer Kontrolle und irgendwie ist da doch noch ein Backup und so. Und ja, also das hat mich schon unterhalten und war auf jeden Fall spannend. Jedoch haben wir ja ausgiebig besprochen, aber dieses Einsatzteam und so und dann weiß ich nicht, ja, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich fand es jetzt nicht einen ultra krassen Bruch dem ganzen Thema. Also von mir gibt es 3 Sterne. 3 Sterne, dann sind wir insgesamt, Ja. beziehungsweise sind wir im Durchschnitt bei 2,5 Punkten. Und damit liegt diese Staffel, der erste Teil, auf dem letzten Platz des Jahresrankings tatsächlich, teilt sich Platz 7 mit Lupin, der ersten Staffel, dort den zweiten Teil. Heftig, sage ich mal, wenn wir uns mal die Punkte davor angucken. Ich weiß noch, 2019 war, ich glaube, die dritte Staffel von Haus des Geldes die beste Reingeschaut-Serie des Jahres. Ich glaube, letztes Jahr war sie auch noch ziemlich hoch vertreten und jetzt hier ganz unten angekommen. Und einfach finde ich auch ein Zeichen, dass manche Serien einfach nicht für die Ewigkeit sind. So traurig das klingen mag, eine sehr schlechte Überleitung ist das also jetzt zu der Empfehlung, euch die 2,7-Fakten-Folgen zu Haus des Geldes hierhin reingeschaut anzuhören. Wenn ihr in die alten Haus des Geldes-Zeiten zurück wollt, dann hört euch die gerne an. Euch sei übrigens noch gesagt, dass alle Folgen von Haus des Geldes auf Netflix zu sehen sind. Vielen, vielen Dank, Chris. Vielen, vielen Dank, Simon, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute nach reingeschaut zu kommen. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke nochmal. Abonniert gerne diesen Podcast, um nie wieder eine Folge zu verpassen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.